Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, auf dem kleinsten seiner Accounts hier, also den zwei Socken. Und wir haben jetzt schon so ein kleines bisschen geschafft und ihr habt es ja im Bildchen gesehen. Erster Clankrieg mit dem Kollegen hier. Ich bin wirklich, wirklich so gespannt, was das Ganze wird. Und ihr könnt euch sicherlich noch an euren ersten Clankrieg erinnern, aber den hier nehmen wir erstmal mit. Ich muss mal gucken. Ich setze jetzt mal meine Clanburg zuerst, denn da habe ich meiner drin, dass der vielleicht den Minenwerfer da kriegt. Aber ach, der latscht jetzt außen lang, beziehungsweise buddelt sich außen lang. Das ist ein bisschen doof. Und dann nehmen wir hier in jedem Fall die Ressourcen einmal mit. Und dann breche ich den, glaube ich, auch ab, den Kampf, obwohl wir können den Bonus ganz gut gebrauchen. Wir können den Bonus ganz gut gebrauchen, nur wenn der Minenwerfer hier natürlich jetzt nicht weggeht. Ah, da ist der Buddler am Minenwerfer, jawohl. Da ist er. Und jetzt geht es auch schon Richtung Rathaus. Einmal noch, ah, komm, dann setze ich den letzten auch noch, ist egal. Also, ich muss in jedem Fall noch ein bisschen was tun hier, bevor es in meinen ersten Clankrieg geht mit diesem Account hier. Ich bin wirklich, wirklich gespannt und ihr könnt euch sicherlich an euren ersten Clankrieg noch erinnern, wie nervös ihr da wart. Oh, jetzt muss ich hier vor allen anderen kämpfen und dann sehen die das, was ich mache. Ich will ja auch nicht, vergeigen hier meinen allerersten CK. Also, oh, Bonus gleich mit reingefahren, sauber. Und ihr seht das hier, ich habe so ein bisschen schon an meiner Base gebaut. Ich habe also jetzt schon eine 15er Clanburg hier, da fordere ich auch gleich wieder an, einen meiner, ist egal. Und kann jetzt auch schon forschen, allerdings fehlen mir noch so ein bisschen die Ressourcen dafür, denn ich wollte eigentlich als allererstes, ihr seht das hier, 4 Stunden dauert es noch, die Ballons ausbilden, denn ich glaube, im Rathaus Level 4 Bereich sind die vor allen Dingen im Clankrieg super, super zu gebrauchen und natürlich auch beim Farmen. Aber mal sehen, ich habe jetzt 502 Juwelen und ich habe nur 2 Bauarbeiter. Ich glaube, wir gehen jetzt mal shoppen. Das heißt, hier geht man natürlich nicht shoppen, Thorsten, sondern da. Mir wird hier immer noch angeboten, 3x Ressourcen und da holen wir uns erstmal einmal Ressource hier raus. Der will die da postieren, die tun wir mal irgendwo ein bisschen anders hin. Jetzt haben wir schon mal 3 Bauarbeiter, das ist ja nett, dann kann ich hier gleich ich kann gleich wieder anfangen, Juwelen abzubauen. Wer die Folge von heute Mittag gesehen hat, es ist ja auch unüblich, dass ihr von mir 2 Folgen seht, aber ich wollte euch den Fortschritt hier so ein bisschen festhalten aus diesem Dorf hier. Sonst läuft das auch so ein bisschen weg, oh toll, nur EP gekriegt, nicht einen einzigen Gem, naja, super. So, jetzt brauche ich was 2x eine halbe Stunde ungefähr läuft. Ich glaube, dieses Klappergestell machen wir mal. Und ich würde sagen, wir klopfen uns die Kaserne hier hoch, auch 30 Minuten, das passt, dann habe ich beide Bauarbeiter wieder frei. Aber wie gesagt, ich habe noch keine, das habt ihr jetzt gesehen, ich habe noch keine Warbase. Die will ich jetzt erstmal mit euch bauen, beziehungsweise ich mache daraus ein kurzes Speedbuild, so, denn das dauert ja jetzt doch ein bisschen, beziehungsweise okay, bei der kleinen Base dauert das jetzt nicht so super lange, aber ihr werdet sehen, ich speichere auch immer wieder zwischendurch ab. Und dann mache ich einen kurzen, ne, ich mache keinen Cut, sondern ich lasse einfach laufen. Laber nur nicht so viel dabei und ihr habt das kurz mal im Speedbild. Okay, unsere erste Warbase ist damit fertig und ihr habt das gesehen, ich drücke immer zwischendurch mal auf den Save-Button oder Finish Later, denn es gibt nichts Ärgerliches und ihr kennt das ganz bestimmt auch beim Base-Bauen. Ihr habt schon so ein Stück Base gebaut und plötzlich bricht die Verbindung weg oder ihr geht irgendwie mal ans Telefon oder auf Toilette und dann ist die Connection einmal weg und dann hast du für die Katze gebaut, deswegen speichert immer mal zwischendurch ab. Es gab auch früher so einen kleinen Bug, da hast du was gebaut, hast gesaved und dann war das gar nicht das, was du hier tatsächlich gebaut und gesaved hast. Ich will aber jetzt diese Base nicht jetzt direkt auch als meine normale Base hier nehmen, denn das hat den, ja, das hat natürlich den Hintergrund, der Gegner soll ja jetzt noch nicht wissen, was ich eigentlich für eine Base habe. Das ist jetzt meine Farmbase, die ist jetzt einfach so hingebaut. Da muss ich mir auch noch ein bisschen was einfallen lassen und
deswegen nehme ich die jetzt mal nicht. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen zu Ende gebaut hier und beziehungsweise meine Truppen gebaut. Meine zweite Kaserne ist jetzt auch fertig. Ich muss sagen, mit einer Kaserne dauert es auch, da soll man sogar 80 Bogies lange. Aber je mehr Kasernen du ja hast, desto kürzer ist die Bauzeit. Und der hier ist eigentlich, der ist eigentlich ganz schick hier. Mal sehen, ob er was in der Clanburg hat. Das hat er nicht. Dann können wir hier hinten sicherlich die Sachen so ein bisschen mitnehmen. Mal sehen, ob der, ich glaube, der Minenwerfer reicht da ja noch nicht ran. Also gucken wir mal, wie weit wir hier so in etwa mit unseren kleinen Level 2 Bogenschützen kommen. Ja, das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Wir wollen ja nur den Lot haben. Was ich allerdings ein bisschen unverschämt finde, muss ich sagen, sind die Preise zum Boosten. Ich habe ja noch keinen einzigen Trank hier oder was auch immer. Und trotzdem soll ich nur für 3 Kasernen, ich glaube, es ist sogar so, wenn du nur eine Kaserne hast, der Boost kostet immer gleich. Der kostet immer 30 und das finde ich ein bisschen unverschämt. Ich meine, bei meinem Rathaus 12, da kostet der Boost auch 30 bei den Kasernen und ich habe aber 6 Stück davon. Und hier habe ich erst 3. Kostet auch 30. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau daran erinnern, ob das auch der Preis war für nur eine einzige Kaserne. Vielleicht weiß das jemand von den Anfängern noch und kann das kurz mal in die Kommentare schreiben. Ich will jetzt nicht extra ein neues Dorf anfangen, nur um das rauszukriegen. 47% kriegen wir da noch was? Ah, 50%, jawohl. Wir gewinnen hier in jedem Fall. Oh, ein bisschen Lot haben wir mitgenommen. Das Lager da ist noch fast drin. Ja, ist sogar noch drin. So, den haben wir hier. Okay, nicht ganz blank gemacht, aber das reicht hier. So für 80 Bogies ist das absolut in Ordnung. Und wir trubbeln die einmal ein bisschen nach. Das Event, ich müsste eigentlich noch das Event spielen hier. Sehe ich gerade, meiner. Oh, ich habe noch gar keine Riesen genutzt. Okay, Riesen kann ich jetzt gar nicht mehr bauen. Viel zu viel schon hier von diesen hier. 1, 2, 3 müssen wir nehmen. Dann haben wir noch 2 Mauerbrecher dabei. Und dann den Rest von denen hier. Dann muss das so reichen. Aber wir gucken jetzt erstmal rein in den laufenden CK, denn ich wurde ja mitgenommen. Das ist mein Dorf. Im Moment ist es noch das Rathaus 3er Dorf, aber ihr seht, wenn wir hier ins Scout reingehen, dann ist das natürlich mein super amazing Level Rathaus 4 Dorf. Und ich bin ganz, ganz gespannt auf meinen Gegner, den ich jetzt gegenüber habe. Da gucken wir mal ganz nach unten, 20 auf 20. Okay, das sagt noch nichts, dass das ein Rathaus 9 ist. Das sagt noch nichts. Da muss man dann auch mal reingucken. Aber ich glaube, ich werde mal kurz in meiner Euphorie hier gebremst. Das wird nichts. Das seht ihr ein. Das wird leider nichts. Also kleines Mismatch im unteren Bereich. Und mal gucken. Vielleicht kann ich ja hier oben irgendwie was scouten. Aber mit ein paar Riesen und meine Loons werden ja noch rechtzeitig fertig. In 2 Stunden 56 Minuten ist zumindest die Kaserne dann auch fertig. Mir ist aber noch eben was in der Kriegsbase aufgefallen. Denn ich wollte doch noch was umstellen. Das passt mir hier doch noch nicht so gut. Ich glaube, die Bogenschützentürme gegenüber sind noch mal ein bisschen safer. Da hat der Rathaus 9er, der mich machen muss, da hat das noch mal ein bisschen schwieriger. Ja, also was denen seine Planung angeht, meine Base hier zu schaffen. Ich habe natürlich auch, habt ihr auch gerade gesehen, super, super Clanburg-Truppen. Und wir machen in jedem Fall noch einen Farmangriff hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier haben wir gleich einen gefunden für unsere 80 kleinen Bogenschützen. Okay, der hat nichts in der Clanburg, aber ich muss jetzt irgendwie schnell mal den Minenwerfer hier wegmachen. Denn der ist, also jetzt sind die kleinen Bogenschützen in so einer kleinen Range, in so einem toten Winkel von dem, beziehungsweise der hat ja eine kleine Range, wo er dann nicht mehr schießt, da waren jetzt die Bogenschützen drin. Also einmal kurz mal die Kanone erstmal weggemacht. Die Kanone weggemacht, gut, da ist die Kanone schon mal weg. Dann machen wir hier, glaube ich, den Bogenschützenturm einmal weg. Oh, die gehen auf die Mauer da. Das ist ja schon ein starker Bogenschützenturm, aber die Kanone hier jetzt auch weggemacht von 2 Seiten. Da muss ich die Kanone immer drehen. Und der Magierturm dreht sich natürlich nicht. Der Bogenschützenturm dreht sich natürlich nicht, aber auch den haben wir jetzt geschafft hier. Wunderbar. Und damit uns die Zeit nicht ganz aus dem Ruder läuft hier, setzen wir hier überall mal so 1, 2 Bogies rein. Das ist super, dann brauche ich die gleich nicht nachbauen. Und der Kollege hier ist auch am Updaten, also ist eine aktive Base. Aber ihr seht das gerade in den unteren Bereichen, da gibt man sich nicht so die super Mühe, jetzt gerade so Bases zu bauen. Du kannst auch eigentlich hinstellen, was du willst. Es nützt einfach nicht wirklich was, außer dich greift wirklich ein Schwächerer an. Und aber der Kollege hier, dessen Namen ich jetzt gerade mal nicht aussprechen kann, vom Clan 22, der baut in jedem Fall auch sein Rathaus aus. Und dann wird er wahrscheinlich auch in der nächsten Runde irgendwie eine bessere Base haben. Aber ihr seht das hier, die Mauern stehen einfach so, sind ein bisschen gemacht.
Da bin ich ein bisschen anders, wenn auch nicht ganz, ganz anders. Also ich will mich da jetzt nicht ganz so aus dem Fenster lehnen mit meiner Bass. Das wisst ihr, ich bin kein Bassbauer, überhaupt kein Bassbauer. Und wie kommen die Truppen jetzt nach? Ja, wir haben ja gesagt, wir trainieren hier einmal das so nach und das so nach. So passt das, wir haben noch keine Zauber, kein gar nichts. Jo, das passt so. Also nur kurzer Update-Status hier. Wie gesagt, zweite Folge von mir seid ihr überhaupt nicht gewohnt. Also jetzt nicht irritieren lassen, das wird jetzt nicht der Standard werden für mich, sondern ich wollte euch einfach nur ein bisschen den Fortschritt hier zeigen, dass es hier vorangeht und werde ihn jetzt immer mal wieder so ein bisschen spielen, ein bisschen leveln. 3 Bauarbeiter haben wir, damit geht in jedem Fall schon mal so ein bisschen was. Also Rathaus 5 ist eigentlich jetzt schon so ein bisschen in Planung und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, euer Toto. Vielleicht.